Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur F1 22 My Team Karriere mit mir, dem Ray. Nach dem Startkurs von Monaco folgt der nächste Startkurs, nämlich Baku in Aserbaidschan. Eine Strecke, die mir in den letzten Teilen eher nicht so gelegen ist. Wenn ich mich noch richtig erinnere, kam sie 2016 mit in den Rennkalender und da lag sie mir tatsächlich noch sehr, sehr gut. Allerdings gab es ja dann 2017 die große Regeländerung in der Formel 1 und eben mit den neueren Boliden war es dann einfach irgendwie nicht mehr so meine Strecke. Jetzt in 2022 haben wir ja wieder so eine größere Regeländerung. Man spricht ja wirklich auch von einer neuen Ära und vielleicht liegen mir ja diese neuen Boliden mit dem Ground-Effekt eben in Aserbaidschan tatsächlich wieder besser. Mal schauen. Wir werden es rausfinden. Bevor wir aber zur Strecke springen, gibt es natürlich noch ein bisschen was im Teammanagement zu erledigen. Beziehungsweise tatsächlich auch nochmal ein bisschen was in den Karriereeinstellungen. Keine Sorge, diesmal nicht so lang wie in Monaco. Und auch generell soll das jetzt nicht jede Folge so sein. Aber ich möchte mich an der Stelle erstmal auch ganz recht herzlich bei euch allen bedanken. Wahnsinn. Also, ich hatte... Ihr habt ja vielleicht auch gemerkt, so ein bisschen auch Sorge, dass ich euch damit jetzt ein bisschen langweile, euch ein bisschen zutexte, aber ich betone immer wieder, es ist ein VOD. Ihr könnt vorspulen, wenn ihr irgendeinen Part nicht sehen wollt. Ich versuche das ja auch immer in Kapitel zu unterteilen und ich bin euch da auch nicht böse drum. Deswegen ist es ja ein VOD-Format. Für alle, die aber da Verständnis haben oder sogar sagen, hey, ich finde es so geil, dass du einfach deine Gedanken mit uns teilst, uns mit einbeziehst auch in diese Entscheidung und vor allem auch auf unser Feedback Wert legst. Natürlich geht euer Feedback in verschiedene Richtungen immer, manche sagen so, aber ich finde es trotzdem ganz geil, dass wir diesen Austausch haben. Es ist ja auch unser Projekt, ja? PXH steht für Pixelhelden. Pixelhelden sind nicht nur die fünf Jungs, die hier Videos machen, sondern das sind wir alle irgendwo. Und deswegen finde ich das ja auch sehr cool. Und so habe ich es ja auch in der 2020 und der 2021 My Team Karriere gemacht. Ja, ganz kurz zu den Karriereeinstellungen. Ein paar Sachen werden sich jetzt doch nochmal ändern. Ich habe mir nochmal ein paar Gedanken gemacht und ich sage gleich auch sozusagen als Disclaimer schon mal vorneweg, bis ein Update kommt und es fixt. Ich sage es immer wieder, das sind keine Entscheidungen für die Ewigkeit, sondern das sind einfach so Gedanken, die ich habe, wie wir es ja für uns alle so spannend wie möglich machen können. Dass ein Anspruch da ist, aber dass es trotzdem auch irgendwo noch einem unterhaltsamen Format dient. Und wir wissen alle, die größte Schwäche aktuell im Singleplayer-Content von F1 22 ist die KI. Die hat ganz, ganz viele Schwächen, finde ich, auch zum Teil Stärken, aber halt auch sehr viele, ja, also Stärken im Sinne Schwächen für uns. aber ja, sie hat auch ein paar Sachen, die sie auch gut macht, aber das mal nur am Rande dargestellt. Und zwar folgendermaßen, ich würde die Änderung vom letzten Mal, auch wenn das wahrscheinlich viele jetzt nicht gut heißen, wieder zurücknehmen wollen. Jetzt muss ich nur ganz gucken, wo das nochmal war. War das hier? Ja, es war hier. Und zwar die Reifentemperatur. Ich habe es nochmal ein bisschen getestet. Es klingt vielleicht jetzt dumm. Aus der Box raus und alles so weiter und so fort ist es natürlich geil, wenn man nur Oberfläche macht. Aber sobald das Rennen mal ein bisschen läuft, irgendwie dadurch, dass die Kerntemperatur sich gar nicht verändert, finde ich das irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich kann es nicht erklären. Aber ich habe es nochmal offscreen jetzt nochmal ein bisschen getestet mit so ein paar Grand Prix-Rennen und so weiter. Und ich würde tatsächlich den Schritt wieder zurückgehen. Einfach mit dem Grund, ich finde es irgendwie für mich, ich fühle mich da einfach wohler mit. Ja, wir haben natürlich extremen Verlust, weil wir einfach zu kalte Reifen haben nach dem Boxenstopp, aus der Box raus, nach dem Safety Car Restart, beim normalen Restart. Ich versuche einfach halt meine Outlaps jetzt ein bisschen intensiver zu gestalten, die Reifen richtig ranzunehmen, damit sie einfach mehr Temps bekommen. Und auch bei der Einführungsrunde oder so, dass wir das trotzdem irgendwie ausgleichen können. Ja, das ist einfach so mein Ding. Ich finde es einfach, es fühlt sich einfach für mich besser und authentischer an. Das ist genauso wie ohne Traktionskontrolle oder mit Traktionskontrolle. Ich habe mich für dieses Projekt am Ende dann doch dafür entschieden, eben alle Fahrhilfen auszulassen, so wie ich es in der Vergangenheit auch immer hatte, weil es sich ohne TC für mich einfach besser anfühlt. Ich bin gewiss nicht sicherer oder konstanter, aber für mich fühlt es sich einfach besser an. Deswegen das wieder zurück. Aber was sich ändert, ist der Rennbeginn. Ich gehe weg von unterstützt. Wir machen manuell. Das wird am Anfang wahrscheinlich gnadenlos schief gehen. Aber so langsam habe ich, glaube ich, ein bisschen besser den Dreh raus. Aber wird, wie gesagt, trotzdem wahrscheinlich schief gehen. Egal, wir machen es trotzdem manuell jetzt. Also selber einkuppeln etc. pp. Das hier fandet ihr eigentlich gut, dass ich da auf Standard zurück bin. Und ich glaube, das ist auch gut so. Wie gesagt, umstellen können wir es jederzeit. Dann zur KI-Schwierigkeit gerade. Klar, also 102 hatten wir jetzt nur in Monaco. Normalerweise haben wir ja das ganze Projekt bis jetzt auf 100 gefahren. Ich fand auch tatsächlich bis jetzt 100 perfekt. Es war so eine gute Mischung, oder beziehungsweise eine gute Mischung. Es war auf jeden Fall der Schwierigkeitsgrad, der hier in der Karriere für, ja, für einen guten Ansporn gesorgt hat. Sagen wir es einfach mal so. Und ich sag's auch nochmal, und das ist auch, das kann jeder selber testen in der Karriere, auch falls ihr euch selber schon gewundert habt, wenn ihr selber in der Karriere zockt. 100 hier in der Karriere entspricht nicht
100 zum Beispiel im Grand Prix-Modus. Ja, das sind ungefähr 4 bis 5 Stufen Unterschied. Also, wenn ich im Grand Prix-Modus genauso es schwer haben möchte wie in der Karriere, dann müsste ich hier sogar auf 105 gehen. Also im Grand Prix-Modus auf 105 gehen, damit es dem entspricht. Deswegen, weil, na, es ist nur eine Zahl und da muss man einfach mal vom eigenen Ego runter. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Dadurch, dass die KI bei wechselnden Bedingungen aus der Box raus, beim Safety Car Restart, generell einfach bei vielen Dingen einfach einen Vorteil hat gegenüber dem menschlichen Spieler, habe ich mir jetzt gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie so einen Weg finden, das so ein bisschen anzugleichen. Das heißt, in manchen Situationen sollte ich ja dann vielleicht ein bisschen einen Vorteil haben und in anderen Situationen haben sie dann welchen und dann gleicht sich das vielleicht ein bisschen aus. Deswegen, auch wenn mir das jetzt gerade so weh tut, und eigentlich es mit 100 echt gut gepasst hat bislang, einfach weil es so viele Probleme gerade existieren, würde ich 2 Stufen zurückgehen im Schnitt. Ja? Manche Strecken werden wir es vielleicht abändern müssen, aber ich würde sagen, wir gehen auf 98. Das würde ja immer noch, ja, ich sag's nochmal allen, das würde immer noch einer Schwierigkeitsstufe von 102, 103 im Grand Prix-Modus zum Beispiel entsprechen. Also das ist eigentlich immer noch über Stufe 100, von dem her kein Grund, sich zu schmälern, aber ja, wie es manchmal ist, man will einfach vom Ego her das nicht verstellen. Es ist auch bekannt, dass der Schwierigkeitsgrad schwerer geworden ist, also der KI-Schwierigkeitsgrad, als in den vergangenen Teilen. Ganz kurz auch nochmal, was machen diese 2 Stufen aus? Das ist natürlich je nach Strecke unterschiedlich, aber man kann so sagen, diese 2 Stufen werden so 1,5 bis 2 Zehntel die KI langsamer machen, ja. Und wenn man jetzt mal guckt, die letzten Qualifying-Ergebnisse, dann hätte das sogar zum Teil gar nichts geändert am Qualifying-Ergebnis, weil ich zum Teil 3, 4, 5 Zehntel zu langsam war. Also von dem her, es ist immer noch schwer genug und glaubt mir, wenn es jetzt zu einfach wird, dann ist es ganz schnell wieder hochgestellt. Aber ich sag's, wie es ist, solange Codemasters nichts an der KI verändert, wird es erstmal so bleiben. Wie schon gesagt, mit Updates wird es safe Änderungen geben. So, jetzt habe ich wieder doch länger genug geschnackt, als ich eigentlich wollte. Es tut mir leid, aber ich sage ja immer, ich möchte es einfach ausführlich machen und vorspulen könnt ihr immer, wenn ihr das nicht wollt. Des Weiteren machen wir nochmal was, wollte ich ändern. Ich weiß es aber gerade nicht mehr was. Karriereeinstellungen, das haben wir gerade. Genau, Defekthäufigkeit hatte ich auf niedrig, da hat auch jemand gesagt, ist das so richtig? Ich muss es gerade mal gucken. Ich glaube, das können wir wieder auf normal machen. Dann machen wir beides auf Standard. Genau. Das mit dem Ereignisse da oben habe ich ja gesagt, dass es erhöht ist. Das ist klar. Das lassen wir auch so. Und wir werden wieder eine Pirelli Hotlap haben in der heutigen Ausgabe. Deswegen ändere ich jetzt schon mal direkt mein Force Feedback Profil um. Ja, nochmal zum Force Feedback. Es wird ein Video noch geben, wo ich sowohl meine Base-Einstellungen als auch die Ingame-Einstellungen euch zeige. Aber ich bin aktuell noch ein bisschen am Ausprobieren. Weil ich auch festgestellt habe, im Multiplayer, mit dem Multiplayer-Auto ist das Force Feedback ein bisschen, oder braucht man ein bisschen ein stärkeres Force-Feedback als zum Beispiel hier mit dem Karriereauto. Könnte einfach daran liegen, je besser das Auto, desto ja, schwächer wird das Force-Feedback oder so, keine Ahnung. Und wenn wir natürlich einen Supercar fahren, ne, bei den Supercars, habe ich ja schon mal gesagt, da mache ich ABS an, das Anti-Blockiersystem. Das wird natürlich dann wieder, wenn ich ins Formel-1-Auto springe, wieder rausgehen, das ist klar. So, wunderbar. Ja, vielen Dank aber nochmal wirklich, dass ihr da so mit dabei seid und auch eure Gedanken teilt. Also wirklich, das hat mich sehr, sehr im Positiven nochmal so überrascht. Ihr seid echt eine mega, mega geile Community. Freut mich auch riesig, dass ihr so Spaß an dem Projekt habt, auch diesen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Leidensweg von ganz, ganz unten nach, ja, erstmal ins Mittelfeld und dann vielleicht vom Mittelfeld aus nach ganz oben so macht. Und wie schon ein paar Mal auch selber gesagt, es ist ja ein Weg, wo wir dann vielleicht in mehreren Saisons in der Zukunft dann zurückblicken können. Wisst ihr noch, wo wir da so ganz unten waren und dann, na, irgendwann wird es auch wieder gut laufen. So, Aktivitäten, wir können ein bisschen was machen. Ja, okay. Also ich würde sagen, Chassisabteilung, ja. Antriebsabteilung, also alles, was Abteilung pusht, bin ich einfach aktuell sowieso immer absolut dabei. Und dann machen wir das noch, das sind genau 3 Tage, das passt. Dann haben wir ein paar Sachen, die fertig werden. Geld sollten wir, glaube ich, ein bisschen mal zur Seite haben. Ich muss gerade mal gucken, wie viel kostet denn uns den Vertrag zu verlängern, beziehungsweise was wäre, wenn, jetzt rein hypothetisch, weil ich meine, ich schiele auch so ein bisschen auf Nico Hülkenberg, ja, wie jetzt Ricciardo sagen würde. Ich setze ihn mal auf die Watchlist. Die Frage ist, wir wissen, glaube ich, noch nicht, was er verlangen würde, ne? Das ist so ein bisschen die Frage, was mich jetzt interessieren würde. Grundgehalt wären 4 Millionen, das wäre halt schon richtig viel. Aber ich sag mal zur neuen Saison vielleicht. Wir bleiben jetzt aber erstmal am Beckmann dran und da müssen wir jetzt aber gucken, was kostet der 1 Million. Okay, da hätten wir jetzt genug Geld aktuell.
Ich würde sagen, wir behalten jetzt einfach mal diese 1 Million oder knapp über 1 Million einfach als Puffer, weil ich weiß jetzt nicht genau, wann die Vertragsverlängerung kommt. Normal immerweise zur Saisonhalbzeit, die ist noch ein bisschen weg, aber die kommt manchmal schneller, als man denkt. Deswegen behalten wir einfach mal so eine knapp 1 Million als Puffer. Aber wir haben Forschung und Entwicklungsmöglichkeiten, wobei es laufen, glaube ich, noch... Ne, es läuft gerade bei Chassis nicht und Chassis müssen wir einfach pushen. Das ist super, super wichtig. Und ich würde sagen, wir gehen mal mit der Reifenabnutzung, sind wir, glaube ich, auch nicht schlecht bedient. Weil ich mir jetzt gerade am Überlegen, lass mich nochmal ganz kurz was gucken. Ich weiß, ich verwerfe gerade das eben Gesagte, aber lass mich ganz kurz mal was gucken. Wir haben jetzt Aserbaidschan, Kanada. Ich sag mal so, Halbzeit könnte Großbritannien sein. Das heißt, okay, einmal geben wir jetzt noch was aus und dann sparen wir Geld, würde ich sagen. Könnte auch Australien, sag ich schon. Austria, also Österreich sein. Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Ich würde sagen, wir gehen nämlich nochmal, dass wir was simultan bauen können. Und zwar vielleicht sogar wirklich beim Chassis. Aber wie viel kostet das? Das kostet 2,5 Millionen. Nee, da können wir uns das gar nicht leisten. Okay, dann nehmen wir meinen, dann machen wir das nicht. Dann haben wir jetzt aber das eine in der Entwicklung. Oder auch nicht. Habe ich das gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht, ne? So, jetzt aber. Machen wir das mal. Und dann warten wir bis die 4 Tage, bis das andere Teil fertig wird. Und zwar bis zu den verbesserten Querlenkern erstmal. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, Triebwerksabteilung, die haben auch was. Kurz ansehen? So, das Team hat beantragt, dass Beckmann bei einer regelmäßigen Meeting mit dabei ist, aber es gibt andere Termine, damit in Konflikt stehen. Wir wissen, wie wertvoll die Zeit des Fahrerteams ist, aber es ist auch wichtig, dass wir eine Entwicklung dessen Meinung hören. Ja, im Prinzip sollten wir den zweiten fahren natürlich nicht, aber wie schon gesagt, aktuell ist mir die Abteilung, die müssen jetzt einfach gepusht werden. Also es tut mir echt leid für Beckmann. Der ist aktuell so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, so ein bisschen in der Gossensprache, ist ein bisschen gerade das Opfer, weil ich fördere ihn gerade nicht. Jetzt hier nur mache ich sogar noch das Gegenteil. Es tut mir ein bisschen leid, aber wie gesagt, aktuell ist mir jetzt das Team, also in Klammern, der zweite Fahrer nicht, gerade wichtiger. Danke. Deswegen, ja, es ist die toll, Moral muss, Zeit für sowas muss jetzt gepusht werden aktuell. Aber keine Sorge, wenn wir an Beckmann festhalten, dann werden wir noch weiter pushen. Aber wie gesagt, ich schiel so ein bisschen auf Hülkenberg, weil ich will den einfach in der Formel 1 irgendwie haben. Das ist so ein cooler Typ. Und deswegen vielleicht sogar, dass wir den in der zweiten Saison ranholen. So, warte, ich mach mal Stopp. Das hat alles bis jetzt geklappt. Dann können wir nämlich jetzt in der Aero gleich weitermachen. Und wir gehen jetzt mal, würde ich sagen, mit dem Frontabtrieb. Das Upgrade steht schon länger aus. Und habe ich immer noch nicht gemacht, deswegen machen wir das jetzt mal. Wird allerdings erst nach Kanada fertig. Schnelle Upgrade können wir nämlich noch nicht. Deswegen machen wir das mal so. Und dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Es gibt hier etwas, wozu wir gern deine Meinung hätten. Okay, nochmal. Ja, machen wir nochmal, kostet zwar ein bisschen Geld, aber Moral hey, nochmal steigern. Ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Also jetzt müsste die ja ultra gepusht sein, oder? Also die Moral müsste jetzt eigentlich eher auf ultra stehen, statt auf hoch, ja? So, ja, weiter. Trotzdem gehen beide Teile schief, was soll das? Ah, ey, denen geht's zu gut, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Ja, und jetzt haben wir natürlich nicht... Okay, es wird noch vor Kanada fertig, das ist gut. Aber für das haben wir jetzt natürlich zu wenig. Unglaublich. Unglaublich sowas. Ja, gut. Dann, ja, dann haben wir das alles gemacht. Ja, schade, dass also die Dinge auch noch so oft schief gehen. Der aktuelle Verlauf sehen wir jetzt auch noch nicht so wirklich. Also, ihr seht ja auch hier, bei Monaco war Aston Martin, Williams und wir eigentlich gleich auf. Deswegen so enttäuschend, dass ich, als es trocken wurde, null Chance hatte, an Stroll dran zu bleiben. Aber wie schon gesagt, diese Mischverhältnisse, die sind natürlich sehr wild. Ja, ist jetzt schade, dass die Dinger halt natürlich schiefgegangen sind. Das eine ist fehlgeschlagen, können wir jetzt nicht neu anstoßen, die anderen dauern noch ein bisschen. Also ja, die Entwicklung ist auch ein bisschen zäh aktuell, aber gut, so ist es halt am Anfang. Wir können uns noch nicht so viel leisten, wir können noch nicht so viel machen, das kommt alles mit der Zeit. Wenn der zweite Sponsor und so dann dazu kommt, könnte da natürlich noch mal ein bisschen was gehen. So, also, wir können einmal eine Average Speed Zone machen oder ein Rivalenduell. Da wir den 27 schon gefahren sind und den F8 Tributo noch nicht,
würde ich jetzt sagen, wir steigen ein mit dem F8 Tributo und gucken mal, was wir da schaffen. Average Speed Zone hatten wir zwar schon mal, aber ich will jetzt lieber eigentlich den F8 fahren. Deswegen rein da. Sordele, okay. 128,75, also sagen wir 129 für die volle Ausbeute, wie immer. Ich gebe mir drei Versuche, beziehungsweise hier haben wir drei Versuche, das heißt, das sind die drei, die wir auch nehmen. Einen Moment, ich... Upsala. Ich passe kurz mal wieder ein paar Sachen an. Aktiviert. Genau, hier, Moment. Irgendwie wollte ich doch mal das eher so ändern. Genau, das Blickfeld eher lassen und dann eher ein bisschen weiter nach vorne sitzen. So. Hat einfach damit zu tun mit der Sitzposition, die ich einfach auch selber in meinem Rig habe. Die Kamera zählt dann auf jeden Fall runter. Bewegung auch runter. Und das komplett aus, das mag ich nicht. So, jetzt werde ich natürlich den ersten Bremspunkt komplett verpassen. Gucken wir mal, wie es läuft. Oh Gott, okay, der ist super giftig auf der Hinterachse und das war zu früh eingelenkt. Okay, der ist ja richtig wild. Also ich habe auch schon mal gesagt, ich behalte mir ja natürlich vor, die mittlere TC bei den Kisten anzuschalten, weil die Dinger haben normalerweise, oh Gott, auch eine Traktionskontrolle. Bei dem Ding könnte ich mir vorstellen, okay, das war jetzt richtig schlecht, das war nicht mal Bronze. Ich glaube sogar, dass ich bei dem Fahrzeug sogar mir die mittlere TC gönne. Weil, ja, das ist schon ganz wild aus diesen langsamen Ecken raus. Habe ich jetzt gerade nicht das Feeling. Auch schon jetzt ein paar Tage wieder her, als ich das letzte Mal Supercar gefahren habe. Das war viel zu schnell. Oh Gott. Ach so halt nicht. Muss halt die Bremspunkte halt merken, ne? Mal gucken, dass wir halt den Linksknick hier irgendwie ein bisschen lupfen vielleicht. Aber das wird halt wieder locker nicht reichen. Okay. Aber gut, ich habe halt am Anfang ziemlich verkackt. Also dritter und letzter Versuch, komm jetzt. Das muss auch klappen. Also halt den ersten Bremspunkt finde ich halt richtig schwer einzuschätzen. Wo bremse ich da? Das war schon wieder zu spät. Das verliert so viel Speed, verliere ich hier schon dabei. Bisschen leicht angebremst. Boah, das wird knapp, oder? Das reicht wieder nicht. Oder? Das könnte knapp. Es war 129 stand am Schluss noch da. Aber, oh, schade, ey. Wie viel war es denn jetzt am Ende? Oh, wie knapp. Komm, dann machen wir nochmal. Ich finde es unfair. Nochmal, komm. Session Neustart, ja. Ich mache das auch so, pass mal auf. Ich mach das so. Ich gebe mir nur noch einen weiteren Versuch. Das heißt, ich breche jetzt die ab. Ich weiß nicht, ob man das kann, wenn ich jetzt hier hinfahre. Müsst ihr das doch abbrechen, oder? Ja, genau. Und dann kommt nämlich der Zweitversuch. Den mache ich genauso. Und dann der letzte zählt. Ja, wenn ich es da nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Okay, so, jetzt. Machen wir nochmal. Der zählt jetzt. Alles oder nichts. Thank you.
Boah, das war wieder so knapp. Das reicht, glaube ich, wieder nicht, oder? Ach, nö. Ja, okay, nee, dann nehmen wir es jetzt an. Schade. Schade, schade, schade. Das war wieder super knapp. Ich denke, ich habe es wieder... Oh, wie knapp! Wie knapp! Och, nö! Nö, wie knapp! Okay, ja, aber wie gesagt, ich stehe dazu. Wiederholung wird gespeichert. Wir gucken auch mal ganz kurz rein. Mal geil klingt, tut er. Also, akustisch haben sie die Dinger schon ganz gut und authentisch umgesetzt. Die Kamerasicht ist natürlich sehr bescheiden. Wie wenn es keine TV-Kameras gäbe. Ja, schade. Ah, wie knapp, oder? Schade. Na gut, da geht uns jetzt ein bisschen Anerkennung und ein bisschen Geld, sage ich jetzt mal, flöten. Aber irgendwo muss man dann auch mal konsequent sein. Wenn ich schon im normalen F1-Projekt so konsequent bin und zu allen Fehlern stehe, dann muss ich auch hier mal jetzt dazu stehen und... Ja, die Niederlage, wenn man so möchte, anerkennen. Aber ey, also das ist ja mehr Gold als Silber jetzt gewesen. Aber gut, so ist es halt. So, wir gehen zurück. Vielleicht haben wir ja nochmal irgendwann die Chance, wenn wir nächste oder übernächste Season nach Aserbaidschan zurückkehren. Dann können wir das vielleicht ja nochmal machen und dann quasi auf Gold stellen. So, ja, ich glaube, mehr hier gibt es ja nicht mehr zu tun. Und deswegen würde ich sagen, es geht jetzt rein ins Qualifying. Da gucken wir uns natürlich das Setup an, was ich mir aufgebaut habe. Und auch natürlich, wie das Wetter so wird. Ja, die Sonne scheint in Baku und dabei soll es auch bleiben, also keine Regenrennen oder ein Mischmaschrennen wie in Monaco. Deswegen konnte ich mich natürlich beim Setup voll und ganz auf das Wetter einstellen. Trotzdem habe ich beim Setup, um da gleich rüber zu switchen, bei der Fahrzeughöhe, wenn wir da auch gleich rüber gehen, wieder 4-4 gewählt. Hat sich tatsächlich hier besser angefühlt. Die Curbs sind, ja, sag ich jetzt mal, mittelhoch und mit ein bisschen Bodenfreiheit kann man die dann doch mal ein bisschen schlucken. Und den ein oder anderen Curb muss man sogar attackieren. Selbst die KI fährt da wirklich vollends drüber. Und auch im Hotlap-Modus ist die Runde nicht ungültig, wenn man die da so attackiert. Da bin ich sogar in den ersten Runden sehr passiv drüber gefahren und habe die nur so ganz leicht gestreichelt. Aber manche muss man hier tatsächlich schon richtig hart attackieren. Ansonsten, ja, vorne beim Stabi ein bisschen weicher, gerade in der schnellen Burgs-Kurvensektion und auch dann auf die schnelle Gerade. Diese Links-Rechts-Schikane, nenne ich es jetzt mal, hilft es dann schon, wenn der Stabi ein bisschen vorne mit eintaucht. Auch bei der Radaufhängung eine Differenz von 2, aber insgesamt eine etwas härtere Aufhängung tut hier tatsächlich bei diesem Stadtkurs ganz gut. Eine weichere Aufhängung wie in Monaco hat hier definitiv zumindest mal bei mir nicht funktioniert. Reifen habe ich jetzt gerade übersprungen, da gehen wir auch ganz kurz hin. Wir sind vorne definitiv härter im Reifendruck als hinten. Und links auch ein bisschen härter, hat einfach damit zu tun, wie sehr die Reifen belastet werden und dementsprechend halt, ja, der rechte Reifen wird ein bisschen mehr belastet, dementsprechend ein bisschen niedriger Druck, das geht dann durch die Temperatur auch ein bisschen hoch. Ansonsten kann ich auch nur sagen, ich würde mir echt mal wünschen für die Zukunft, dass wir nicht nur Temperatur sehen in den Reifen, sondern wirklich den Live-Druck, denn Drücke verändern sich über die Zeit und man weiß eigentlich, dass der Druck, der anliegt, wichtiger ist als die Temperatur in der Regel. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, rein jetzt nur von der Temperatur auf die Drücke schließen zu können. Ansonsten, wir fahren ja kaum Spur, vorne wie hinten, ist einfach wichtig bei Baku, weil wir sehr viele gerade Rausbeschleunigungsphasen haben. Tatsächlich brauchen wir aber trotzdem ein bisschen Sturz hinten. Ich habe es probiert, tatsächlich so ziemlich mit allen Stufen und 1,7 war so ein bisschen der Sweet Spot für mich. Und ja, einfach besseres Einlenkverhalten, bessere Stabilität in den schnelleren Sektionen und auch tatsächlich beim Rausbeschleunigen hat sich das hier somit am besten angefühlt. Wir fahren, ja, wie üblich eigentlich relativ wenig Diff, 55er Diff bei ohne Gaspedal. Auch das hat für mich zumindest mal am besten gewirkt zwischen stabil und trotzdem schnell. Bei der Aerodynamik habe ich mich tatsächlich beim Standard-Setup inspirieren lassen. Standard-Setup fährt man hier 8 18er Flügel. Ich habe dann mir doch einen Klick vorne mehr gegeben, einfach mit dem Grund, weil wir ja keinen Rake fahren und das Fahrzeug ziemlich flach liegt, dann brauchen wir einfach ein bisschen zusätzlich Anpressdruck dann vorne und sollten aber auf der Topspeed oder Topspeed technisch eigentlich keinen Nachteil haben,
zumindest mal, was halt der Motor hergibt. Wir wissen alle, unser Motor ist, auch wenn er mittlerweile sehr gut geforscht ist, immer noch kein, ja, kein Highlight. Ich überspeichere das ganz kurz mal, weil ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht, das alles Angepasste. Und ansonsten, was gibt's zu sagen? Ja, Baku. Also, ich habe ja gesagt, vielleicht mit der neuen Ära besser. Tatsächlich fühle ich mich sehr wohl. Allerdings von den Rundenzeiten bin ich doch sehr langsam, habe ich festgestellt. Also, das könnte tatsächlich wieder sich auf jeden Fall um die letzte Startreihe drehen. Obwohl, laut Leistungsdaten oder Leistungsvergleich sind wir tatsächlich jetzt exakt gleich auf mit Aston Martin und werden zum ersten Mal tatsächlich einem Rennwochenende sogar vor Aston Martin geführt. Obwohl, wie gesagt, wir exakt gleich sind. Aston Martin im Chassis etwas besser. Wir angeblich beim Motor etwas besser, wobei das mit dem Motor, glaube ich, immer noch nicht so ganz. Aber so jetzt zumindest mal die Anzeigen in der Leistungsübersicht. Williams, ein Pixel, sage ich mal, hauchknapp dahinter, das letzte Team. Aber wir haben ja auch gesehen, wir waren so oft angeblich vor Williams und hatten im Rennen gar keine Schnitte gegen sie. Also deswegen, ja, muss man mal einfach abwarten. Aktuell viel auf der Strecke los. Ich würde aber trotzdem auch sagen, wir gehen auch direkt mal raus, weil ist halt einfach doch eine lange Runde. Und deswegen, dass wir da auf jeden Fall nochmal einen zweiten Run haben. Okay, when you're ready, let's go. Ja, Reifentemperaturen, klar, ist das Problem. Ich habe ja gesagt, ihr habt es gesehen, ich bin wieder zurückgegangen, auch auf Innentemperatur. Fühlt sich im Long Run definitiv besser an. Im Einzelrun nicht so geil. Es gibt noch einen anderen Workaround tatsächlich. Entschuldigung. Ups, das hat es jetzt irgendwie nicht genommen jetzt. Es gibt tatsächlich noch einen anderen Workaround, wie man tatsächlich das mit den Reifentemperaturen zumindest mal im Quali in der Outlap lösen kann, und zwar indem man nicht auf rausfahren, sondern auf fliegende Runde geht. Und dann kann man tatsächlich, oder startet man direkt mit perfekten Reifen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das auch cool für euch wäre, wenn ich halt nicht mehr die Outlap fahre. Zumindest mal so lange, bis das nicht gefixt ist für die KI. Alternative ist, wie gesagt, 2 Outlaps fahren. Könnten wir heute auch wieder tun. Mal schauen, wie es jetzt ist mit einer. Ich habe das mal ein bisschen probiert im Training. Also die Hinterreifen kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Gut, der Verkehr ist jetzt halt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja, das war jetzt fast klar. Das war wirklich ein bisschen zu viel. Absolut mein Fehler gerade. Jetzt die Reifen aber auch nicht zerstören. Sorry. Immerhin kriegen wir sie so auf Temperatur. Ne, im Training habe ich es eigentlich ganz gut hingekriegt. Allerdings bei freier Fahrt, das ständige jetzt vorbeilassen, ist jetzt natürlich ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, man muss schon echt massiv die Reifen rannehmen. Und das geht natürlich auch auf den Abrieb natürlich irgendwo. Das sind zwar nur ein paar Prozent, aber die können natürlich am Ende auch vielleicht das ein oder andere Zehntel ausmachen. Deswegen, ja, ist irgendwie ein schmaler Grat aktuell, was man macht am besten. Allerdings eine zweite Outlap kostet natürlich auch. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir es am besten hinkriegen. Wie gesagt, so eigentlich müssten die so bei 90, 92 Grad liegen. Das wäre dann so optimal. Sorry. Aber der ist eh auf der Inlap oder Outlap. Der vielleicht nicht. Scheiße, sorry. Sieht man so spät einfach. Ne, okay, ist er nicht. Ich bremse mal komplett ab. Jetzt werden die Reifen natürlich wieder kalt. Komm, fahr. Ich bin schon auf Hotlaps, habe ich gar nicht mitbekommen. Egal, jetzt müssen wir es halt machen. Und das Beste versuchen. Also, Konzentration, auf geht's. Okay, krass. Massiver Fehler. Der Grip war ganz anders als im Training oder ist ganz anders als im Training. Ja, der Grip ist ganz anders. Ich kann viel später bremsen. Ungewohnt. Ja, Grip ist viel besser. Eben der Curb muss man voll attackieren hier. Der links jetzt auch.
bin jetzt rechts außen auch ein bisschen. Das war vielleicht ein bisschen zu viel schon. Aber ja, das sind die Curbs, die man definitiv attackieren muss. Der Rest eher nicht. Der Rest sollte man eher meiden. Vielleicht den jetzt rechts außen hier noch ein bisschen überfahren, aber... Ja, das war jetzt natürlich eine ganz schlechte Runde. Würde mich nicht wundern, wenn wir sogar nur eine hohe 42 jetzt gefahren sind. Wir brauchen tatsächlich eine mittlere bis niedrige 41 in dem Segment, wo wir unterwegs sind. Das kann eigentlich nicht gut gewesen sein, die Runde. 42, wie ich schon gesagt habe. Nicht hoch, aber trotzdem nur 42. Wie gesagt, wir brauchen quasi erst eine Sekunde schneller. Aber da waren viele, viele Fehler drin. Wir können auch ein bisschen abtanken vom Sprit, wenn man nur eine Runde machen will. Jetzt müssen wir mal auf die Zeit achten. Ich glaube tatsächlich, wir machen... Also ich demonstriere das jetzt einfach mal. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr haltet. Ich mache das jetzt einmalig. Wobei ich weiß nicht, wie die Zeit ist. Deswegen, ja egal, wir müssen es riskieren einfach. Und zwar eben, wenn man nicht auf rausfahren, sondern auf fliegende Runde geht. Wobei, das Problem ist halt, bei fliegender Runde, in der Zeit werden ja die anderen wieder simuliert. Deswegen will ich es eigentlich nicht machen. Nee, ihr wisst ja, was ich meine. Ich mach's jetzt nicht vor, aber wenn man halt eine fliegende Runde geht, hat man direkt die optimalen Temperaturen. Nachteil, wie gesagt, ist, dass die KI-Gegner dann höchstwahrscheinlich simulierte Zeiten bekommen, die oftmals ein bisschen gecheatet sind. So war es zumindest mal in der Vergangenheit. Paris hat das Auto zerlegt, na dann. Ist natürlich auch schlecht. Ja. Und da muss man halt gucken, wie es mit der Zeit halt natürlich ist. Ja, das ist hier voll niemand. Ist realistisch, da reinzuballern. Ist mir ja schon das eine andere Mal passiert in den vergangenen Teilen. Genau, man weiß halt nicht, wie die Zeit vorangeht, wobei das kann man austesten, wie viel da dann die simulierte Runde berechnet. Ich würde es jetzt einfach nochmal probieren mit zwei Outlaps. Müssen wir aber auf jeden Fall wirklich nochmal mehr Sprit mitnehmen. Bei zwei Outlaps hat sich jetzt tatsächlich mit am besten bewährt. Und wie gesagt, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir, ja, circa eine Sekunde schneller, das wäre perfekt. Also eine Sekunde schneller wäre eine perfekte Runde für mich wahrscheinlich in dem Auto. Ich denke mal, wie gesagt, 41 Mitte sollte eigentlich das Ziel sein. Also so 6/10 sollten wir halt auf jeden Fall finden. Sonst sehe ich hier wirklich wieder letzte Startreihe. Und die wäre dann auch verdient, wenn ich es nicht zusammenbekomme. Aber wie gesagt, das Grip-Level ein ganz anderes als im Training. Eigentlich geil, aber gerade hier, wo du so das übelst präzise Anbremsen, Einlenken brauchst und das dann einfach aus dem Nichts zu können, das ist natürlich wieder so eine Sache. Wir nehmen frische Reifen. Wie gesagt, wir machen zwei. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wir haben hier über eine Runde über. Wir brauchen ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir gehen mal so. Dann soll es safe reichen, oder? Ah, das könnte eigentlich auch reichen. Ich hoffe, das reicht für zwei Runden. Doch, ich denke schon. Zwei, ich meine, die sind ja nicht super schnell. Jetzt müssen wir nur ein bisschen rechnen gerade. Sind ja noch nicht alle gefahren, schätze ich mal. Ne, die sind noch nicht gefahren hier. Ja, guck mal, Beckmann zeigt es ja sogar schon. Und Beckmann ist momentan echt nicht gut drauf, ne? Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Beckmann ist aktuell eigentlich nicht gut drauf. Deswegen, wir müssen auf jeden Fall deutlich schneller werden. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wir brauchen ungefähr, ich sag jetzt mal grob gerechnet, 2 Minuten, 4 Minuten. Bei 4 Minuten Rest raus sollte dann eigentlich reichen. Ja. 4 Minuten Rest raus sollte reichen. Locker auf jeden Fall. Deswegen, Vettel fährt gerade. Den lassen wir fahren. Hat er schon eine Zeit? Nee, der fährt jetzt auch gerade. Geht jetzt auf seine fliegende. Da gucken wir dem doch einfach mal ein bisschen zu. So. Ja, wie gesagt, Baku ist auch, oder nicht wie gesagt, sondern Baku ist auch tatsächlich ein ziemlicher Hinterreifenfresser. Das wird im Rennen sehr entscheidend sein. Deswegen da ist so eine Mischung aus, wie viel Gas gebe ich und wie stark gebe ich es und wie sehr
lasse ich meinen Hinterreifen leiten. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, Baku in der Vergangenheit nicht mein gutes Pflaster. Und keine Sorge, ich rede mir das jetzt nicht negativ, sondern eher so, Vorsicht, Ray, konzentrier dich ein bisschen mehr als sonst. Halt eher mal die Klappe als sonst. Jetzt hat man es auch schön gesehen, wie die KI da auch voll über den Körper räubert. Hier auch. Und jetzt hier dann gleich auf der Rechtsaußen genauso nochmal drüber räubert. Ja. Nicht ganz so viel wie ich gerade, aber so viel wollte ich auch gar nicht. Ja, nicht so je. Deswegen müssen wir mal gucken, wie es halt läuft. Ich bin vorsichtig, bin guter Dinge und vielleicht, wie gesagt, mit den 2022er Boliden läuft es halt vielleicht besser, wobei aktuell die Zeit halt gar nicht passt. Also eine Sekunde fehlt mir, wenn man so möchte. Wenn wir mal die Zeiten vergleichen, der ist jetzt eine 35,6 und eine 41,0 gefahren. Also allein im ersten Sektor nimmt er mir schon 5 Zehntel ab. Im zweiten Sektor 3 Zehntel, fast 4 Zehntel. Also ich bin massiv zu langsam einfach. Das müssen wir mal ganz klar so festhalten. Im Vergleich zum Teamkollegen ist es auch insbesondere der erste Sektor, wobei gerade der erste Sektor hat halt auch gar nicht gepasst bei mir. Ja, da muss man jetzt halt mal gucken. Ansonsten wird es halt wie üblich die letzte Startreihe. Also wie schon gesagt, auch 98er Stufe wird uns jetzt nicht unbedingt auf einmal nach vorne katapultieren. Es sind, wie gesagt, nur diese ein, zwei Zehntelchen, was den Unterschied macht. Und ich habe es voll verschlafen, rauszufahren durch lauter Labern. Ich bin so blöd, ne? Und ich habe jetzt fliegende Runde gemacht, stimmt's? Natürlich. Jetzt habe ich fliegende Runde gemacht, obwohl ich es gar nicht wollte. Okay, dann haben wir jetzt noch die Demonstration. Das war ich zu schnell. Weil ihr seht, jetzt haben wir die perfekte Temperatur. Die Zeit wird es trotzdem nur noch für eine fliegende Runde reichen. Und jetzt habe ich natürlich zu viel Sprit dabei. Also absoluter Worst Case. Und ich habe hier auch kein Hotlap an, warum auch immer. Mir fehlt jetzt ultra viel Topspeed. Ah, ja, das ist jetzt ja mal, läuft ja jetzt mal gar nicht. Naja, egal. War gar nicht gut gefahren. Ah, ja, das hat mich jetzt auch voll rausgebracht, muss ich leider sagen. Die ganze Aktion. Bremst. Ja, die ganze Aktion hat mich jetzt völlig durcheinander gebracht. Das war jetzt natürlich nichts. Trotzdem jetzt 15? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum sind wir jetzt 15 da? Hä? Hä? Ich kapiere es nicht. Hä? Ich war doch jetzt nur 15 schneller. Vettel fährt eine 41,0, was total crazy ist, wie gesagt. Der Red Bull soll... Hä, das gibt ja gar keinen Sinn. Okay, ach so, Perez ist raus. Aber er hat ja trotzdem eine schnellere Zeit gefahren. Okay, wir sind minimal schneller jetzt gewesen als Stroll und Beckmann, weil die keine Verbesserung gesetzt haben. Die auch nicht und erst gar keine Zeit. Okay, das ist ja irgendwie verbuggt gewesen jetzt, oder? Okay. Also, ja, man könnte jetzt sagen, Glück im Unglück. Ich meine, gut, das ist das erste Mal, dass wir jetzt Q2 erreichen, aber irgendwie komplett weird. Also, ich bin die 41,5 gefahren, was ja schon mega geil ist. Aber, ja, so war es eigentlich nicht geplant.
Ja, aber wie viel Zeit haben wir jetzt verloren? Also es waren ja ungefähr schon so 2 Minuten, was es gedauert hat für die fliegende Runde, ne? Aber das ist halt irgendwie alles komisch jetzt hier gerade. Also, ja, keine Ahnung. Also, ja, wir gehen jetzt mal ins Q2, aber... Ja. Ich meine, die Runde muss ich trotzdem fahren. Ich meine, die Runde selber war jetzt unter keinem guten Vorzeichen, ja? Das Einzige, was jetzt gut war, waren, dass die Reifen auf Temperatur waren. Aber ich bin fast die komplette Gerade nicht mit Hotlap-Modus oder ERS gefahren. Da hat mir auf jeden Fall ein bisschen Speed gefehlt bis zum ersten Bremspunkt. Und dann habe ich da die Indy-Castle-Sektion rein ein bisschen Fehler gehabt noch. Also da lag noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Sei es drum, wir gehen jetzt da rein. Ich würde jetzt trotzdem sagen, genau, wir haben zu viel Sprit gehabt für nur diese eine Runde. Jetzt ist halt die Frage, lass noch mal versuchen, ich mache jetzt mal diese 6 Kilo und ich mache noch mal das rausfahren. Jetzt können wir es ja experimentieren. Jetzt ist es ja auch egal. Ich gehe mal genau bei 14 Minuten. Und dann sehen wir ja, wie viel Zeit Rest da tatsächlich noch ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, das sieht man noch gar nicht richtig gut. Aber dass wir es ungefähr einschätzen können, wie viel Zeit vergeht denn, wenn ich auf rausfahren gehe. Und wie viel Zeit brauchen wir auch noch bis über die Linie, ne? Das ist ja auch nochmal entscheidend. Also 2, 1, so, geht zur Strecke und... Fliegende Runde, nicht rausfahren. Genau. Wir wollen es jetzt einfach mal probieren, experimentieren. Was berechnet er uns? Wir sind jetzt genau bei 14 Minuten Rest raus. Und haben jetzt über 2 Minuten verloren. Okay, das ist interessant. Also eine ultra lange Outlap hat er dann gemacht quasi. Also, und dann braucht er nochmal, bis wir über die Linie kommen alleine, sind es ja auch nochmal... Okay, alles klar, wir merken uns. Wieder zu spät. Die habe ich auch vorher schon verkackt, die letzte Kurve. Die war sogar schlechter als die gerade vorhin. Ja gut, die letzte Kurve war halt ziemlich kacke. Ja, aber gut, das können wir uns merken. Also wir brauchen 3 Minuten fast, ne? Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Also wir müssen 3 Minuten vor Schluss, müssten wir theoretisch das machen. Okay. Aber jetzt habe ich das gesehen, so könnte man das theoretisch machen. Na, dass man quasi sagt, solange es halt nicht gefixt wird, ne? Dass die KI so krass oder halt, dass wir wirklich so lange brauchen. Oder eben halt die doppelte Outlap. Und ich würde jetzt aber tatsächlich diesmal die doppelte Outlap machen. Einfach so als Gegenstück sozusagen, als Gegenbeispiel. Aber dann hat man das jetzt auch schon mal gesehen, dann wissen wir, da müssen wir ultra viel mehr Zeit berechnen, wenn wir rausgehen. Also wenn wir das mit dem... Ich sag immer rausfahren, mit dem Fliegenden runter machen wollen. Oh, Entschuldigung. Da ist mir gerade die Stimme weggeblieben. Ist der Höhenunterschied, wenn man hier die Burgpassage hochfährt.
Aber klar, macht dann natürlich schon einen Unterschied, wenn dir die Reifen perfekt übergeben werden und sie sich dann aber trotzdem verändern können über die Runde. Eben nicht so wie bei diesem festen Kerntemperatur. Aber ja, das wäre jetzt ein anderer Workaround. Ne? Man merkt, es gibt ja viele Ansätze. Schade, dass es das braucht, aber wir versuchen es ja für uns alle so spannend wie möglich zu machen. Aber ich mache es jetzt mal ganz klassisch, dass ich so wie früher auch nichts überspringe, sondern wirklich Outlap, Inlap alles selber mache. Die Reifen sind schon ziemlich krass, wie die kaputt gefahren werden. Aber ja, das gucken wir mal. Vettel trotzdem und auch Alex Albon schneller, also zwei Fahrer aus zwei Teams, die ja rein theoretisch sogar schlechter jetzt wären dieses Rennwochenende. Was wiederum zeigt, ja, das ist einfach crazy. Und ich würde es jetzt nicht wundern, wenn die um einiges schneller sind. So, wir nehmen jetzt halt den letzten frischen. Q3 kommen wir eh nicht, ist egal. Jetzt gucken wir ganz kurz mal, was sind die denn gefahren. Okay, die wäre möglich. Ja, die wäre vielleicht auch möglich, aber da muss halt echt alles passen. Ich verliere halt im ersten Sektor immer noch am meisten, würde ich sagen. Zweiter Sektor war sogar besser. Letzter. Ja gut, letzter Sektor, da war auf jeden Fall der Fehler drin. Das könnten die zwei Zehntel sein. Würde ich aber trotzdem noch im ersten Sektor auf die beiden extrem verlieren. Ja, ist halt dieses Rausbeschleunigen, ne? Da müsste ich mehr Risiko gehen, mit der Gefahr, aber halt auch Wheelspin zu haben. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ja, diesmal fahren wir aber selber raus, wie gesagt. Es ist gerade noch, gut, dass wir die Inlaps sein. Hamilton kann uns egal sein, da können wir mal nämlich vorspulen. Also Sprit muss ich natürlich jetzt anpassen. Da nehmen wir, wie gesagt, mal ein bisschen mehr mit für die... Wobei, warte mal, ich glaube, wir schaffen es sogar mit der Spritmenge, ja, oder? 3, 7... Er wird knapp, ne? Machen wir es so, dann soll es auf jeden Fall passen. Ja, wir spulen mal vor, diesmal zu 4 Minuten. Und dann müsste es eigentlich passen. So. 4 Minuten müssen wir 2 Outlaps schaffen. Wir müssen halt mit Ablauf der Zeit sozusagen über die Linie kommen, damit wir noch eine fliegende Runde setzen können. Das ist der Plan. So. Ich weiß natürlich auch nicht, weil es jetzt ziemlich Abendstimmung hier. Dass vielleicht der Asphalt ein bisschen abgekühlt ist. Deswegen waren wir vielleicht auch ein bisschen langsamer jetzt. Weil Vettel und Alex waren jetzt ja auch langsamer als in Q1. Aber das hat nichts zu bedeuten, würde ich behaupten. So, jetzt müssen wir trotzdem gucken, dass wir die Reifen ein bisschen warm bekommen. Auch wenn wir 2 Outlaps fahren. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir bei 1 Minute, sag ich mal 50, Rest sollten wir auf jeden Fall die 2. Outlap beginnen. Sonst wird es schwierig. Blöd mit dem Williams jetzt vor uns, aber ich denke mal, der wird ja jetzt auch nur eine Outlap fahren. Weil die sind jetzt alle schon auf ihrer einzelnen Outlap, das ist auch interessant. Oder sie machen auch 2, wer weiß. Vielleicht haben sie sich den Trick kopiert jetzt. Dann wäre es zumindest mal authentisch, dass sie immer so gute Reifen haben. Und mit 2 Outlaps, das ist schon ein guter Weg. Kostet zwar natürlich viel Reifenabrieb, aber Reifentemperatur ist da manchmal mehr wert als die 1-2% mehr Abrieb, die man dann auf den Reifen hat. Aber es sollte eigentlich easy reichen mit noch einer 2. Outlap. Jetzt trotzdem mal hier auf Hotlap, damit wir einfach auf der Geraden ein bisschen pushen und jetzt auch nicht gleich in den übelsten Verkehr geraten. Weil ich denke mal, der Haas hinter uns wird es natürlich richtig aufholen. Und mitten im Verkehr wollen wir ja eigentlich auch nicht sein. Also die 2. Outlap sollte auf jeden Fall easy reichen. Die Hammer. Die inneren Curbs sollte ich halt echt weglassen. So, den nehmen wir, lassen wir jetzt vorbei. Der wird ja auf seiner fliegenden sein. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir halt auf jeden Fall nochmal mehr Temperatur reinkriegen, bis wir auf unsere fliegende gehen.
Aber es sieht schon ganz okay aus. Also bis zur Fliegenden sollte das eigentlich passen. Ich habe jetzt nur ein bisschen Sorge mit dem Verkehr, dass die natürlich jetzt so früh rausgehen. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Den McLaren und den Alfa Romeo lassen wir noch vorbei. Mal gucken, wo am besten. Ich lasse den mal hier vorbei. Uah, ich dachte, er ist viel schneller. Oh, komm rum. Ja, das haben wir jetzt fast gedacht. Das ist natürlich schlecht. Sorry an den Alfa Tauri, dann lassen wir den jetzt halt auch noch vorbei. Das war nicht der Plan. Jetzt sind die Reifen halt nicht ganz perfekt. Müssen wir mal ehrlich sein. Kommen wir nochmal hier ein bisschen. Hoffe ich, dass halt der Alpha Tauri gleich richtig schön Platz macht, wenn wir auf unsere Fliegende gehen. So, Zeit wird jetzt aber auch noch knapp dadurch. Aber es sollte trotzdem reichen. Aber wird knapp. Egal, let's go. Konzentration. Unser letzter Run. Es wird richtig knapp. Nein! Auch nur wegen dieser Scheiße jetzt. Es hätte eigentlich genau gepasst, wie ich es gesagt habe. Ich bin trotzdem 13. Das gibt keinen Sinn. Das ist ja übelst verbuggt. Das gibt keinen Sinn. Das ist super verbuggt. Okay, das mit dem Rausfahren machen wir... das mit dem Fliegen der Runde machen wir nicht. Das kann ja nicht stimmen. Also, kannst du mir nicht erzählen, dass der Haas keine Zeit setzt? Warum sollte der das nicht tun? Gut, das McLaren, die sind jetzt nicht so, aber trotzdem. Das... Ah, ja, bin ich jetzt super unzufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Also nicht, weil wegen mir, wegen meiner Leistung, sondern weil das Ergebnis halt irgendwie gar nicht passt. Gut, nehmen wir jetzt mal so hin, stellen wir uns halt einfach vor, so rollenspieltechnisch, da gab es halt einfach mega Probleme bei den anderen Teams, Absprachen, was auch immer. Und ich habe halt glücklich eine Zeit gesetzt, die war nicht schnell, wie man sieht im Vergleich, die war nochmal ordentlich schneller. Also die Zeiten hätte ich eh nicht geschlagen, seien wir ehrlich, die zwei hätte ich nicht geschlagen. Kein Fall. Aber, ja, ich hätte trotzdem gerne rausgefunden, was jetzt gegangen wäre. Ja, gut. Sei's drum. Also, beste Startposition. Das wird im Rennen natürlich ziemlich eklig werden. Aber ja, das zeigt einfach nur, dass das Spiel leider noch so viele kleine Fehlerchen hat. Also, ich glaube, dieses fliegende Runde ist keine Option, weil das löst hier wohl massive Fehler aus. Und ja, die Outlap, ja, das hat jetzt halt nicht gepasst, denke ich mal, weil normalerweise sollte ich halt immer der Letzte sein auf der Strecke, dass möglichst alles fair abläuft. Und das war ich jetzt halt wegen ein paar Sekunden nicht, weil, muss man ja auch sagen, ist ja mein Fehler gewesen. Ich habe mich verschätzt mit dem Platz machen. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt an der Stelle Platz machen, aber ja, der Alfa Romeo hat mir da, glaube ich, nicht viel nicht Wahl gelassen. Deswegen, ja, bisschen blöd gelaufen. Mein Fehler, tut mir leid für das komische Qualifying. Aber ja, von Startplatz 13 geht's jetzt ins Rennen. Wird natürlich super schwierig werden, aber jetzt gucken wir mal, heute ein bisschen experimentell unterwegs gewesen. So könnte man das auf jeden Fall mal bezeichnen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du zum Rennen einschaltest. Die Folgen gibt es dann morgen hier auf dem Kanal. Und ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle. Und bis dann. Ciao.